Freunde, herzlich willkommen zur 32. Folge Subnautica hier auf meinem Kanal. Und zwar zu einer besonderen Folge Subnautica und zwar einer Start-Stopp-Aufnahme, sei es sonst nicht mehr schaffen mit Hochladen, lol. So, in der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Kante gefahren und haben Stuff entdeckt, den wir jetzt mal bauen können. Und zwar haben wir Folgendes entdeckt, nämlich... Oh Gott, wenn ich das jetzt wiederfinde... nicht mobile Fahrzeugstation, und zwar Fahrzeugerweiterung. Zum Beispiel diesen Krebs-Wurfhakenarm feuert einen Wurfhaken zur verbesserten Fortbewegung ab. Okay, das hört sich cool an. Krebs-Torpedoarm und Krebs-Bohrarm. Den Bohrarm brauchen wir, um solche riesigen Erzvorkommen abzubauen, die wir jetzt schon öfters mal gesehen haben. Und ja, deswegen würde ich direkt anfangen und diesen einfach mal zuerst zusammenschrauben und ich hoffe, ich finde den jetzt auch hier. Genau, Krebsbohrarm, 5 Titan, ein Lithium, 4 Diamanten. Das sollte ich gerade so auftreiben können. Lithium haben wir hier. Oh, Lithium haben wir tatsächlich ganz schön wenig. 1, 2, 3, 4, 5 Titan und 1, 2, 3, 4 Dias. Dann gehen wir jetzt einfach mal zurück und ja, eigentlich wollte ich in einer Folge mal, die demnächst kommen wird, eine kleine Lesestunde machen und mal die ganze Story nachholen, die wir jetzt eigentlich sozusagen ein bisschen verpeilt haben. Und zwar, wenn wir jetzt mal beim PDA gucken, Datenbank, haben wir 1 Milliarde Datendownloads, die müssen wir mal alle lesen, um weiterzukommen als nächstes tatsächlich. Aber da ich die alle noch nicht gelesen habe, was eigentlich ziemlich, naja, nicht so klug ist, ja, das sollte ich auf jeden Fall mal tun. Dann, nächste Frage. Klemmt meine Seemotte gerade hier drinne? Nein. Dann tue ich jetzt mal meinen Krebs da rein. Weil ich will die Farbe ändern. Und ja, dafür muss ich den nur hier unten einparken. So. Und ich glaube, ich baue mir noch... Okay, was ist cool? Krebsmodule, die sind ja anscheinend nur eins groß. Torpedo, aber schwachsinnige Torpedos sind nicht so wirklich stark. Kristalliner Schwefel habe ich nicht. Bringt mir auch nichts, habe ich nämlich noch nicht. Und Tiefmodulstufe 1 Nickel habe ich nicht. Das heißt, oh Gott, Benzol. Woraus besteht Benzol? Krebswurfhaken. Ich gehe jetzt mal gucken, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Weil wenn ich überhaupt kein Benzol machen kann, dann war es das ja nämlich direkt schon an der Stelle mit der Krebs-Upgrade. So, wenn dann Ressourcen. Hier. Benzol, 3x Blutöl. Ha, das habe ich. Einmal, zweimal, dreimal. Kann ich das anbauen irgendwo? Blutöl. Okay. Nur mal so rein aus Interesse, kann ich das irgendwo anbauen? Weil ich habe ja hier unterm Tauchdock habe ich so eine Station. Hä? Ja, Blutrake wächst, geht tatsächlich. Warte mal, dann nehme ich mal ein paar Gelsäcke mit. Beziehungsweise mal alle. So dass ich da, naja, okay. Ich glaube, 2 sollte ich erstmal lassen, weil ich 3 brauche ich ja jetzt zum Craften. Ist ja eigentlich übel cool, wenn ich das Zeug anbauen kann. Dann muss ich nicht immer in die Tiefe und sonst woher nehmen. Genau, und 3 habe ich jetzt noch übrig, die ich vercraften kann. Das heißt, wir machen uns mal ein Benzol. Blub. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich dafür noch brauchte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich alles überhaupt, dass ich Benzol schon machen kann. Weil sich der Wurfhammerhaken doch ganz schön cool anhört. So. Wurf. Okay. Einmal Lithium, einmal Titan noch und einen erweiterten Kabelsatz. Gut. Lithium, von dem wir leider echt wenig haben inzwischen. Muss ich nochmal irgendwann farmen gehen. Ich hoffe, das reicht jetzt noch so lange. Ein Titan und einen erweiterten Kabelsatz. Kabelsatz besteht erstmal grundsätzlich aus einem Kabelsatz und den mache ich aus 2 Silber. Und ich glaube, dann brauche ich noch Gold und einen Computerchip.
Genau, Kabelsatz. Haben wir hier. Und er weiter dann 2 Gold und ein Computerchip. Okay. Brauche ich mal 1, 2, 3, 4 Gold. 2 Kupfer. Und Tischkorallenproben, aber erstmal brauche ich Kupferdraht für den Computerchip und jo, ich kann das inzwischen auswendig. Das ist schon ein bisschen gruselig. Möchte mal gucken, wo ich Tischkorallenproben jetzt auf die Schnelle herkriege. Aber wenn ich mich recht entsinne, waren die eigentlich immer so hier drüben. Genau. Irgendwie ist alles bei mir unterm Tauchdock. Komm her. Und ich könnte auch eigentlich mal in meinem Leben vom Zuchtbehälter. Bis jetzt habe ich ja da nur so einfach mal ein paar Eier reingeschmissen, die ich hatte. Und zwar, wenn ich 2 Fische einer Art da rein tue, vermehren die sich. Habe ich noch rausgefunden. Ja, aber ich glaube, das werde ich erstmal nicht machen. Fische da oben vermehren. Weil ich ernähre mich ja größtenteils gerade von dem Zeug, was hier drüben an den Beeten wächst. Und da kann ich mir eigentlich mal ein bisschen was mitnehmen jetzt. Weil ich habe gerade Hunger. So. Und dann können wir auch schon gleich das zweite Modul dafür herstellen. Den Wurfhaken haben. Ich hoffe, der ist jetzt auch so cool, wie er sich anhört. Und ich habe jetzt nicht meinen halben Ressourcenvorrat dafür verschwendet. Und anscheinend hatte ich den noch nie hier drin, weil sonst hätte ich den schon mal umbenannt. Ich nenne dich Jochen. Oder nein, ich möchte den. Ich nenne ihn Jürgen. So, Jürgen. Mein Gott, kann ich schreiben. Jürgen. So, und jetzt gucken wir mal, welcher Farbe wir den geben. Was denn cool. Wir machen den mal rot, weil rot ist gefährlich. Namen schwarz, innen auch schwarz. Ach nee, schwarz sieht scheiße aus. So, ein grau. Und die Streifen. Keine Ahnung, wo sind denn die Streifen? Das sind solche Teile, die kriegen so ein bisschen so eine Chromoptik. Sieht doch gar nicht so übel aus. Hey. Sieht wirklich voll geil aus. Oh, ich wollte gar nicht einsteigen, aber steigen wir mal ein und jetzt kann ich ja gar nichts mehr mitnehmen eigentlich. Tun wir jetzt hier mal das rein und jetzt haben wir. Hä? Wie weit kann der fliegen? Okay. Also ich kann mich jetzt hier oben dran pinnen. Also ich denke, in Kombination mit diesem Hochboost-Teil ist das wahrscheinlich ganz cool, wenn ich mich jetzt hier einfach mal so an irgendwas dran boosten kann. Zum Beispiel meine Basis. Kann ich da oben dran? Wenn ich jetzt hier noch hochbooste? Okay, aber ich glaube, dieses Ding verursacht auch einen Haufen Bugs. Okay, es ist eine ganz nette Spielerei, aber ich weiß nicht, ob es das Sinnvollste war, was ich je für den Krebs gebaut habe. Tatsächlich. Aber ich möchte mal zum Zyklopen und ich möchte auch direkt rein. Können wir ja mal rangehen. Nein! Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin direkt drunter. Also wenn das mal jetzt kein Bug war. So, einmal vollladen. Na, geht doch. Dann steht hier Jürgen drin. Hallo, ich kann ja auch direkt zugreifen auf das Frachtmodul eigentlich. Voll cool. Habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Okay, die sind eigentlich alle ganz gut voll. Hier sind diese Spinde hier oben schon mal drin, aber die reiße ich wieder ab, weil hier unten habe ich so einen Frachtraum und hier kann ich alles Mögliche reinlagern.
Und hier kann ich auch nicht auch noch mehr hin tun. Aber da muss ich ja dann oben nicht die Spinde haben, auch wenn die gar nicht mal so groß sind. Aber es sind grundsätzlich erstmal Spinde. Ach so, ich habe ja noch ein Frachtmodul am Krebs. Und zwar, ach so, nee, ich muss auf die Module. Was passiert, wenn ich das Frachtmodul in Zyklopen reinlege? Kriege ich dann da unten mehr Spinde freigeschaltet? Geht das überhaupt? Nein, okay. Das ist kein Modul, was man im Zyklopen anbringen kann. Schade. Hätte mich tatsächlich sehr gefreut, wenn das gehen würde. Aber ja, dann brauche ich ja oben ja erstmal nicht diese Spinde. Ist das ja eher Schwachsinn. So. Ich habe auch leider keine Ahnung, das könnt ihr mir eigentlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich hier auf diesem Schiff sinnvoll Energie generiere. Weil das ist mir noch so ein kleines Rätsel. Tatsächlich. Aber hier so reicht es ja erstmal als Vorratsraum. Dann kann ich da oben ein paar coole Dinge hinstellen. So. Das heißt, hier geht's einmal hier rüber und ja. Mal gucken, was ich jetzt noch so machen kann. Ich will jetzt auch noch nicht wirklich auf so eine, auf die nächste große Erkundungstour gehen. Genau, das ist alles egal erstmal. Modifizierungsstation. Ja, kann ich hier noch irgendwas machen, außer Tiefenmodule, die mir erstmal nichts bringen. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Ja, das habe ich inzwischen ja alles schon gebaut. Oder ich glaube, ich gehe das tatsächlich mal machen. Und zwar baue ich ein bisschen am Zyklop aus. Dann baue ich da zum Beispiel noch einen Fabrikator rein und sowas. Das könnte ich wirklich machen. Dann muss ich halt eben mal gucken, was ich dafür brauche. Wo ist der Fabrikator? Wahrscheinlich bei Innenmodule. Genau. Titan, Goldtisch, Korallenprobe. Habe ich ja fast alles dabei. Bis auf die Tischkorallenprobe, dass wir den jetzt mal so ein bisschen außeneinsatzfähiger machen. Und dann mal gucken, was wir dafür für Module machen können. Für den Zyklopen. Aber ich würde ihn halt gerne mal benutzen. Nur bis jetzt bringt er mir halt irgendwie noch nicht so viel, weil ich sehe halt keinen Nutzen da drin, den mitzunehmen. Er ist halt riesengroß. Und ja, aber mehr als dieses Teil, diesen Roboter da zu transportieren, bringt er mir gerade tatsächlich nochmal gar nicht. Deshalb machen wir so platzsparend wie möglich. Und löten alles rein. Dann können wir jetzt nämlich auch in unserem Zyklop Dinge craften. Was wäre noch hilfreich? Kommunikator brauchen wir eigentlich nicht hier drinne. Batterieladestation. Ja gut. Energiezellenladestation ist wahrscheinlich sinnlos, weil dann laden wir mit dem Strom der Energiezellen die Energiezellen auf. Aber hat das Teil hier irgendwo so eine Crafting-Station an Bord? Ah, okay, ich habe keinen Feuerlöscher, den ich hier oben mal reintun könnte. Aber nein, hat es nicht. Das heißt, ich muss gleich mal gucken, wo ich überhaupt diese Module für den Zyklopen herstellen kann. Weil von denen habe ich ja auch noch einige, die ich mal vercraften kann. Die ich überhaupt mal craften muss, weil bis jetzt habe ich ja noch nicht so viele Module im Zyklopen drin. Was eigentlich voll schade ist, weil ich glaube wirklich, das Ding ist relativ stark, wenn man dann vor allem auch mal in die tieferen Wasserregionen geht, weil man kann einiges mitnehmen, aber hier kann ich die auch nicht herstellen. Hä? Hier Universalmodule, aber die sind Seemotten, Krebs und Torpedos kann ich hier machen. Aber wo kann ich die Zyklopmodule herstellen? Weiß ich gar nicht. Voll doof. Na gut. Dann gucke ich erstmal noch, was ich da noch einbauen könnte. Na gut, ein Medkit-Fabrikator, Computerchip, Fasergewebe, Silbererz. Ist jetzt nicht so schlimm. Und ein Kommunikator mit einem Kupfer, ein Titan. Ist jetzt auch nicht wirklich schmerzhaft. Gut, dann baue ich jetzt einen Kommunikator noch ein. Das hätte ich eigentlich eben machen können. Und Medkit-Fabrikator, Computerchip, Fasergewebe und Silbererz. Fasergewebe müsste ich doch irgendwo noch hier haben. Oder hatte ich zumindest. Ach, hier ist auch noch Blutöl drin. Ja, lol. Doch besser als ich dachte tatsächlich.
Das heißt, ich will jetzt kein Fasergewebe holen. Dann muss ich nämlich in dieses... Ja, komische... Zu diesen Dingern darüber fahren und mal ein paar Schlingpflanzen holen. Dann kann ich Faser machen. Ja, aber... Tatsächlich so die gängigste Kampftechnik in Subnautica ist, wenn ich gleich mal irgendwas Größeres finde, kann ich das auch mal zeigen, das Stasengewehr zu verwenden, da drauf zu schießen und alles, was sich in dieser Stasengewehrblase befindet, ist geslowt. Und danach aber mit diesem krassen Messer drauf einstechen. Hat es eigentlich. Nee, hat es nicht. Hat keine Batterieverbrauch. Wäre auch ein bisschen scheiße. So, Fasergewebe. Machen wir mal. Danach brauche ich nur noch Computerchip und Silbererz. Silbererz haben wir hier. Computerchip besteht aus zwei Kupfer, einen Jolt. Und Tischkorallenprobe zweimal und ich weiß, ich brauchte die noch für irgendwas anderes. Also ich hole gleich mal ein paar mehr, wenn ich jetzt ja schon mal unterwegs bin. Und die Frage ist auch, wo kann ich die überhaupt züchten? Aber wahrscheinlich dann auch in dem Lebensform Zuchtbehälter. So, ich hole jetzt mal hier, fahre jetzt mal die ganze Wand leer, direkt. Wenn ich nicht immer rausgehen muss, nur um diese komischen Korallen zu holen. Ist doch auch nervig. Naja. Erinnert ihr euch noch an die erste Folge, wo ich alles an Säurepilzen leer gefarmt habe? Ich habe einfach immer noch welche. Ich habe doch gesagt, die werde ich nie verbrauchen. So, Computerchip. Und was auch immer wir jetzt fertig gemacht haben. Also, 5. Jetzt haben wir den Medkit-Fabrikator, den Kommunikator. Und jetzt brauchen wir nur noch die Batterie-Dings-Ladestation. Dafür brauchen wir noch einen Kabelsatz. Ein Kabelsatz. Kupferdraht. Das heißt, für einen Kabelsatz. So, Kabelsatz sind einfach nur zwei Silber und Kupferdraht sind zwei Kupfer, also zwei Kupfer und zwei Silber. Und dann machen wir Kabelsatz und Kupferdraht. So. Und dann schwimmen wir mal hier rüber und machen fetten Aufbau unseres Zyklopens. Zack. Dann können wir nämlich Batterien, also so Werkzeuge, auch unterwegs aufladen, was ganz cool ist. Also ich stelle mir das jedenfalls ganz cool vor. Medkit-Fabrikator. Ich ordne das jetzt auch nicht irgendwie sinnvoll an. Kommunikator, weil es cool aussieht. Und... Na, wo ist er? Die Batterieaufladestation. Zack. Und was können wir jetzt noch machen? Kann ich eigentlich sowas hier reinstellen? Ja, ich kann den Pflanzentöpfe in meinem Teil aufbauen. Ich könnte sogar einen Inbeetkasten hier reinstellen. Geht auch ein Aquarium. Ich könnte sogar ein Aquarium im Zyklopen mitnehmen. Wow, hätte ich immer eine Fischvorrat dabei. Es geht halt einfach alles, außer ein verfickter Reaktor. Sinnvolles. Bioreaktor, das wäre einfach so freaking OP, wenn ich den hier reinstellen könnte. Aber nein, warum nicht? Ja, das wird wahrscheinlich auch alles nicht gehen und kein Reaktor wahrscheinlich leider auch nicht. Das sind alles Außenelemente und Basiselemente bringen uns eh nichts hier drinne. Muss ich halt die restlichen Dinger Spinde bauen. Ist nicht so kreativ. Und ich habe auch kein Titan mehr. Aber Titan ist ja das kleinste Problem.
Ich überlege halt, ob ich jetzt noch so ein Aquarium oder einfach einen Innenbeetkasten noch mit reinstapel. Eigentlich wäre es voll cool, tatsächlich. Wenn wir halt eben dann auch was zu essen am Zyklopen hätten. Aber ich stelle mir das auch nervig vor, wenn man da halt schlecht vorbeikommt. Und wir müssen ja immer durch den Raum. Doch, ich mach's mal. Ich stelle einen Innenbeetkasten da rein. Dann brauche ich aber auch gleich noch ein paar Samen. Wenn ich hier mal ein paar Samen rauskriege. Oh, scheiße. Aber sieht ganz gut aus. Dann muss ich jetzt nur noch hier runtergehen. Und das jetzt hier alles noch aufbauen. So. Okay, wir müssen eigentlich gar nicht so oft durch den Raum. Nur wenn es mal ernsthaft brennen sollte. Aber hier. Oh, warte mal. Ich könnte ihn auch hier hinstellen. Was definitiv noch bekloppter wäre. Und hier so. Schade. Oh! Hey, ich wusste doch, hier gibt es irgendwo so einen Fabrikator. Repariert im Zyklop eingedockte Fahrzeuge, auch cool. Da muss ich jetzt echt mal gucken, was wir davon wollen. Oder was davon cool ist. So ein Schildgenerator wäre geil. Bestandteile unbekannt. Feuerlöschanlage, scheiße. Kristalliner Schwefel, wo auch mal den Schrott schon wieder gibt. Aber ja, warte mal, kann ich hier einen Kernreaktor hinstellen? Nur so rein aus Interesse? Nee, schade, gar nicht. Überhaupt nicht. Irgendwas? Überhaupt nichts? Okay. Versuch was wert. Okay, dann stellen wir das Teil hier hin, weil ich wette, hier wird es mich am wenigsten stören. Dann komme ich nämlich hier überall noch durch und hier drüben komme ich auch noch perfekt dran. Dann laden wir jetzt hier mal eine Fuhre Samen rein. Stellen hier noch einen Spind für Samen daneben. Und dann haben wir jetzt, ja, an unserem Zyklopen immer dabei was zum Snacken. Und dann kommen jetzt einfach an die Reihe noch Lagerspinde. Mit random Stuff drauf. So. Eigentlich will ich da gar nichts reinschreiben und sie einfach nur Spinde nennen. Aber das Spiel zwingt mich dazu. Weil man, ja, wenn man es gebaut hat. Muss jetzt zum Bauen Linksklick gedrückt halten. Ja. Okay, dann nehme ich jetzt auch noch so. So. Aber. Oh, hier kann ich auch noch welche hinbauen. Nein. Die Wand lasse ich erstmal frei. Ups. Dann haben wir doch jetzt eigentlich alles erstmal ganz schnieke hier eingerichtet. An unserem Zyklopen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch die Folge Subnautica gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.